Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Onkel Poppy und wir spielen Minecraft Popzone basiert auf dem Modpack Project Ozone 3. So, wir haben in der letzten Folge ein wenig hier drin in unserer Fortpflanzung getan. Ich habe offscreen, ich fange hier erstmal an, ich habe offscreen erstmal neue, weitere Molekularassembler gebaut, habe jetzt alle mittlerweile mit den Acceleration Cards ausgebaut, habe dann festgestellt, dass ein Kabelanschluss hier nicht mehr reicht. Dementsprechend, jetzt haben wir 15 Kanäle, weil klar, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 15 und dementsprechend braucht man die natürlich auch alle, deswegen habe ich jetzt überall einfach mal ME Dense Smart Cable reingehauen. Ich hatte ja noch eine Handvoll über. Hier oben ist mein Wireless-Gerät und das Ganze verbindet sich natürlich voll erdemordisch hier mit meine kleine süße ME-Controller sozusagen. So, dann habe ich offscreen natürlich noch ein bisschen weitergemacht mit meinen geliebten Seeds. Wir haben jetzt hier fast die ganze Reihe voll. Bin hier bei Nature Seeds, habe ich hier mittlerweile. Ich habe hier End Steel Seeds. Ich habe hier noch Electrical Steel Seeds. Und ich, also Flux habe ich auch noch. Und das war's. Mehr habe ich noch nicht dazu gebaut im Endeffekt. Aber ich würde gerne weitermachen mit den Capacitern unter anderem und natürlich halt auch so ein bisschen mit Draconic Evolution. Habe mir Capacitor überlegt und ausgesucht, so dass ich hier weiterbauen kann. Dafür brauche ich allerdings die Popped Chorus Fruits, beziehungsweise erstmal Chorus Fruits, weil die muss ich ja braten. Wenn ich im End bin, ich weiß immer nicht, wie ich zu diesen Chorus-Früchten komme. Ist das per Zufall, dass die droppen oder so? Weil wenn ich mir das jetzt hier angucke, wenn ich Chorus Flowers kaputt mache, oder muss ich die braten vielleicht? Warte mal, ich muss mir mal ganz kurz überlegen, wie ich denn den ganzen Rods hier kriege. Warte mal, muss ich, muss ich die braten? Kann man die braten? Nee, kann man nicht. Kann ich hier die kaputt machen? Nee, kann ich auch nicht. Also ich weiß immer nicht, wie ich aus diesen Chorus Flowers im Endeffekt diese Früchte machen kann. Das ist für mich immer so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen außen vor. Also wenn das einer weiß, wie ich daraus aus den Flowers dann diese Früchte bekomme, immer gerne bitte zu mir ins Kommentar. So, deswegen habe ich mir überlegt, ich mache einfach, damit ich die Dinger bekomme, Nature Crafting. Dafür brauchen wir Naturessenzen. Haben wir ja gesehen, habe ich ja hier schon fertig. Und ich glaube, das war eins der ersten, die ich machen konnte. Und ich brauche noch Endessenzen. Diese Endessenz ist im Endeffekt nichts Wildes. Ich setz das mal hier rein, dass wir hier schneller zugreifen können. Ich brauche eigentlich nur viermal Endcluster. Diese Endcluster bestehen aus Endstein und diese Purpurblöcke. Diese Purpurblöcke kriegst du in der Regel aus diesen, ja, was sind da, Festungen, Häuser, Türmchen, Burgen, die du im End findest. Da kriegst du diese Purpurblöcke her. Und weil ich weiß, ich habe da das ein oder andere mal abgebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nehme ich mir mal 8 Stück mit rein, genauso wie hier, die habe ich halt auch mal natürlich eingesammelt, denn ich war ja zwischendrin mal so im Nether unterwegs und dementsprechend kann ich mir hier 4 Stück von bauen. Das ist schon mal sehr cool, denn so haben wir die Chance, eben entsprechend diese schönen leckeren Essenzen bauen zu können. So, pass auf, da müssen wir den hier einmal anschwärzen, beziehungsweise anbläuen und dann haben wir hier schon das End-Seed-Essenz, beziehungsweise doch End-Seed, so. Und dafür brauchen wir jetzt einfach nur noch mal eine kleine Förderung in Sachen Leveln. Das machen wir mal ganz kurz, male ich das noch mal an, so, dass die schon mal wachsen können. Dass ich die nebenbei machen kann, dann habe ich nämlich die Möglichkeit, entsprechend den nächsten Capacitor, du kannst weg, zu bauen. Finde ich persönlich gar nicht so wirklich uncool, muss ich sagen. So, dann wachst du mal. Wachs mal Stift. ich brauche nur mal ein Seed. Ein Seed brauche ich, dass ich den einfach mal unten mit einpflanzen kann. Ich hoffe, das reicht, wenn ich die jetzt in auf Erde baue. Echt?
Endseed oder brauche ich dafür Endstein? Warte mal. Endseed, Endsteel, Endseed. Kann der? Jo, also da sagt jetzt hier nicht weiter, dass ich irgendwas Bestimmtes machen muss, sondern ich kann den einfach so auf Erde setzen. Okay, das heißt, ich warte einfach mal ab, was mir mein Gerät hier gibt und lass mich einfach mal überraschen. So, komm mal her, du kommst, zack, du kannst hier nochmal kurz analysieren, dann packen wir das ganze Ding mal unten in die Gartenkloche rein. Oh, warte mal, warte, lauter wartest hier, so, pass auf, dann nehmen wir dich mit. Dankeschön. So, jetzt kommen wir hier oben einfach mal zur Sache. Da haben wir schon die erste Endessenz. Leute, die haben wir. So, und jetzt geht das ab. Und jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich machbar ist, dass ich das Ding... Ja, sieht gut aus. Okay, also, das heißt, wir machen jetzt hier nochmal davon ein. Wir brauchen noch ein Konduit. Ein Konduit. So, und dann können wir das ganze Ding nämlich erstmal schön... mit einpflanzen. Zack. Danke. Schön. Du kommst hier rein. Achso, dann müssen wir dich noch einmal mit anschlupsen. Danke. Schön. So. Sehr gut. Endseed und irgendwo bei Endsteel. Ne? Okay, das heißt, die Enden haben wir jetzt komplett durch. Gut, dann können wir weitermachen im Buch mit Draconic Evolution. Ich behaupte jetzt mal so. Das heißt, wir brauchen die Wyvern Cores. Die Wyvern Cores würde ich mir, glaube ich, erstmal ein Rezept zu anlegen. Das machen wir mal so ganz großartig. Alles, was wir automatisieren können, wird automatisiert. Ob wir das wollen oder nicht. Das heißt, dich brauchen wir auch noch. Aber ich brauche definitiv dich da drin und dich da drin, dass wir das ganze Zeug einmal machen können. Draconium Essenz. Habe ich? Draconium, habe ich nicht. Okay, das heißt, wir machen einmal Draconium. Das setzen wir hier unten rein. Dann haben wir nämlich schon mal automatisch eine Handvoll Draconium. So, dann nehmen wir daraus Gold, Diamant, Räusperli. Habe ich denn schon Diamantessenz? Diamantessenz habe ich. Habe ich denn schon ein Diamant Pattern? Nee, habe ich nicht, ne? Das heißt, wir brauchen da nochmal ein Diamant Pattern. Dankeschön. Das war das nämlich auch mit automatisieren. You know what I mean? Und habe ich Gold? Ich habe noch kein, den Goldseed habe ich noch nicht gemacht. Trotzdem würde ich, glaube ich, schon mal ganz gerne. Gucken, gibt es denn hier schon irgendwo da? Da gibt es das. Das würde ich nämlich auch schon mal gerne mitnehmen wollen. Dass wir einfach überall mal das Gedöns fertig haben. So, und dann können wir nämlich sagen, wir nehmen dafür den Draconium Essenz, Nether Star. So, dann können wir das nämlich auch einfach nochmal einführen. Die Frage ist, beim Nether Star gibt es dafür Nether Star Shards. Die Nether Star Shards, die habe ich noch nicht. Die sind sehr teuer und aufwendig. Alter Schwede. Aber egal. Das passt erstmal alles. Da haben wir bis jetzt nur dieses eine Ding. Das setzen wir hier nochmal rein. Ich glaube, Nether Stars müsste ich, glaube ich, noch so ein bisschen haben. Die habe ich nämlich erstmal... Na, 22. Danke. Das ist jetzt auch nicht so wirklich viel. Aber immerhin besser als gar nichts. So, das heißt, wir können jetzt sagen, wir machen jetzt hier einen Wyvern Core. Einer reicht mir ja erstmal, ne? Das heißt, wir können den mal craften lassen. Wolfen. Der wird fertig sein. Und wir haben eine neue Quest. So, sehr cool. Damit können wir dann hier auch erstmal abschließen, denn das Awakened Draconic Core, da kommen wir noch nicht hin. Da fehlen uns noch so 2-3 Materialchen zu. Und das müssen wir natürlich erstmal automatisieren.
thematisieren. Dafür können wir aber den Draconic Staff of Power beginnen. Denn dieses Ding kostet unwahrscheinlich viel Kohle. Alter Braten. Okay, das heißt, ich werde vorbereiten Enderbiotit, Jade und Iron. Davon brauchen wir es gibt sogar Enderbiotit-Seeds. Lul? Habe ich die schon? Wenn, dann hätte ich so unten in der Kiste, ne? Okay, pass auf, dann machen wir das anders. Dann gehen wir los auf Fusion Crafting. Das heißt, wir brauchen nicht nur einen Basic Fusion Crafting Injector, sondern eigentlich mehrere. Und wir brauchen definitiv einen Fusion Crafting Core. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und weil wir ja faul sind, vom Beruf aus, Chiseled Stone Block of Iron, können wir das Ganze nämlich einfach mal automatisieren. Brauchen wir früher oder später sowieso. Dementsprechend habe ich das Ganze Lapis Lazuli Block. Okay, sehr cool. So, dementsprechend habe ich das einfach mal hier reingeflücht und sage mir, wir machen das mal so ganz normal fertig. Warum merkst du dir das eigentlich nicht, wenn ich hier das eingegeben habe, dass du das mal so behältst, Kollege? Das finde ich ein bisschen blöd. Blöd. So, das heißt, wir haben dich hier noch und dann muss ich nochmal schauen. Block Crafting habe ich hier. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen sortiert oder versucht zu sortieren nach dieser ganzen Category, was wir hier Powder zum Beispiel, hier haben wir die Block Off sowieso, dann habe ich hier die Photovoltaik-Geschichten, ich habe hier die Glas, ich habe hier die Solarpanels, ich habe hier die Nuggets, entsprechend auch die Capacitors, ich habe hier die sonstigen Crafting-Sachen. Glowstone Dust habe ich hier noch mit drin. Was ich eigentlich hier mit reinpacken könnte, mache ich auch mal. So, dann haben wir es da mit drin. Solche Dinge halt, weißt du, das ist so für mich erstmal so ein bisschen logisch verständlich, in Anführungsstrichen optimiert ist, weißt du. Das ist halt so der ganze Hintergrund. So, wir brauchen hiervon erstmal auf jeden Fall 6 Stück. Die 6 Stück, die müssen wir auf jeden Fall machen. Wir brauchen aber Stein. Ha, pass auf, jetzt habe ich eine Idee. Ich hatte ja mal vor einigen Jahren gefragt, also einige Folgen, einige Monde ist das schon her, was es mit diesem Ding auf sich hat. Ich möchte jetzt mal gucken, ob ich das irgendwo anschließen kann. Dass wir das vielleicht mal nutzen können. Wenn ich das jetzt hier draufsetze. Oh, so, und ich kann ich darauf zugreifen? Stone? 1200 Cobblestone, 11 normale Steine. Aber ich bezweifle, dass das da so drin ist. End. Nee. Schade. Warum? Achso, das ist selected. Kann man das nicht auch do not? Extraction Mode, do not extract. Aber kann ich denn mit diesem Dock, kann ich da nicht irgendwie noch was einstellen? Nee, ne? Kann ich nicht. Den kann ich auch nur nehmen. Do not extract. Denk null. Duck it. Schade. Ich dachte, ich könnte den wirklich mal so ins ME-System irgendwie einfügen. Aber das soll wohl nicht so sein. Okay, das heißt, wir brauchen Stein. Ganz normalen Stein. Und den packen wir einfach mal hier rein. Komm. So. Dann, ich versuch's nochmal. 6 Stück. Jetzt hat er alles. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieses Ding haben wir und wir brauchen den Fusion Crafting. Einmal. Also eigentlich ist das Rezept überflüssig. Aber was tut man nicht alles, um es zu vereinfachen, oder? Ist halt einfach so. Weil einfach ist.
So, das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall noch Strom. Die Sache ist, dass die Kabel an ihre Grenzen stoßen. Irgendwann, früher oder später. Jetzt erstmal nicht, aber früher oder später stoßen sie einfach an ihre Grenzen. Meine Frage, welches wäre der schlauste Weg? Na gut, später natürlich dann hier mit den Energy-Dinger von, das wäre natürlich eine Maßnahme, klar, von Draconic, diese Energy-Teile. Das wäre was. So, 6 Stück haben wir. Wir brauchen nochmal 6. Das war noch nie alles. Dann macht doch hier bitte einfach nochmal 6 Stück draus. Stimmt, wir brauchten 12. 6 Stück pro Seite. Ich war immer der Meinung, dass ich 6 insgesamt brauche, dann drei links, drei rechts zu haben. Aber klar, wir brauchen ja insgesamt 6 Stück, dass wir damit vorwärts kommen. Natürlich, natürlich. Und dann brauchen wir natürlich nochmal 12. Oh ja. Wir brauchen natürlich dann nochmal 12, weil wir müssen aus diesen Dingern die nächsten Cores machen. Also das ist, oder beziehungsweise Crafting Injectoren machen. Weil hier geht's ja weiter. So, hier brauchen wir nämlich schon die Wyvern-Crafting-Injektoren. Das heißt, die Leute, die es nicht wissen oder noch nicht wissen, in dieses Ding kommt das Gerät rein, was nachher gepowert werden soll. Durch diese Injektoren, Fusion-Crafting-Injektoren. Das heißt, du packst hier per Rechtsklick deine Materialien rein, um dann das Gerät, was hauptsächlich hier drin liegt, zu fördern, wie zum Beispiel ist diesen Wyvern Fusion Crafting Injector. Das heißt, du packst links 4 Sachen rein und rechts 4 Sachen rein und in der Mitte in diesem Fusion Crafting Käfig dann quasi das Teil und das wird dann zu Wyvern Fusion Crafting Injector. Zum Beispiel, das kannst du auch mit einer Rüstung machen, mit einer speziellen und du kannst das auch natürlich machen mit einer Waffe, die du dann auch leveln kannst, zum Beispiel. Solche banalen Sachen. Aber wenn du das natürlich dann großherrlich hast, wie zum Beispiel diese Ding, hier, der Draconic Staff of Power, ist so quasi das stärkste Werkzeug, was du kriegen kannst. Da hast du alles in einem drin. Schaufel, Hammer, Kloppe, Schwert, außer Pfeil und Bogen ist da eigentlich alles bei, was alles Mögliche dir hilft, auch super schnell zu machen. Ist energiegepowert und du kannst es dann auch noch upgraden im Endeffekt. Das machen wir natürlich auch noch alles ganz genüsslich mit Draconic Evolution. Aber für heute ist erstmal Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo. Vergesst die Glocke nicht, denn sonst bekommt ihr keine Erinnerung in eure Abo-Box. Danke euch, bis morgen. Tschüssing!